Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Wir sind gerade hier in Eventual City in der ersten Stadt. Ich bin aus Kinda hingeflogen. Im letzten Part haben wir das Kaufhaus erkundet und sind bis zu Anfang der nächsten Brücke dahin gegangen. Das waren auch gute 9. Haben sie auf jeden Fall fertig erkundet. Und es waren dann noch ein Bizarro-Haus. Haben da das Bizarro-Haus erkundet, noch Spukball gefunden. Und hier gibt es noch eine weitere schöne TM, weil wir sind ja immer noch auf TM-Suche. Und ja, hier kann man mit Surfer hier rechts neben unserem Haus lang surfen und eine weitere nice TM finden, und zwar Energieball. Die werden wir gleich Jonas beibringen statt Megasauger, weil Energieball ist eine geile Attacke. Natürlich macht immer noch unsere Klinge, unsere Grasklinge oder wie der heißt, immer noch mehr Sinn, aber wenn mal die physische Verteidigung des Gegners oder unser physischer Angriff gesenkt ist, also die Verteidigung des Gegners erhöht ist oder unser Angriff gesenkt ist, kann man immer noch speziell angreifen. Von daher, tschüss Megasauger, und es geht dann gleich auch weiter. Außerdem haben wir am letzten Part, habe ich so ein bisschen was erzählt, was so passiert ist, denn für mich ist das momentan nicht blind. Das habe ich schon alles gemacht, allerdings sind die Folgen verloren gegangen. Ich bin froh, dass ich das mit euch trotzdem noch zocken kann, weil ich noch einen älteren Spielstand hatte. So, dann geht's jetzt direkt weiter. Ich muss da mal kurz schauen. Wir haben Spukball. Dann gibt's hier noch was, was wir allerdings noch nicht holen können. So, dann... gab's noch... was ich auch untersucht habe in dem einen Part. Upsala. Shit. Habe ich mir jetzt was weggelöscht? Ich kann es nicht rückgängig machen. Na toll. Na egal. Ich brauche. Da ist sie fliegen. Und zwar in Eventual City. Muss ich mich nochmal kurz auf. Nicht Eventual City, sondern. In Panaero City. So. Da gibt es eigentlich nur Aeroas, aber irgendwie konnten wir es nicht holen, und das wird halt jetzt genauso sein. Naja, macht es für mich jetzt keinen Sinn, dahin zu fliegen. Aber es gibt noch. Warte, ich muss mal schauen. Genau, auf Route 7 müssen wir. Jetzt muss ich kurz schauen, Route 7, wo war jetzt Route 7? Route 6, das ist hier Route 7, genau. Wir müssen also trotzdem nach Panaero City, interessant. Da gibt es noch eine schöne Käferattacke, die wir allerdings keinen beibringen können. Allerdings will ich die TM trotzdem haben, und außerdem gibt es da einen Bereich bei der TM, was wir generell noch nicht erkundet haben. Da gibt es auch ein paar Trainer, daher werde ich auch kurz die Pokémon heilen gehen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Und auch kurz Luke wieder mit ins Team nehmen. Als Surfer brauchen wir jetzt hier nicht mehr. So, Pokémon bewegen. Was wir auch noch gemacht haben, in dem einen Part, der verloren ist. Wir waren beim Attackenverlerner, da kann ich euch aber sagen, es gibt keine einzige Attacke, die wir irgendwie momentan beibringen könnten. Ein Attackenerlerner. Daher spare ich mir das jetzt hier auch. Das ist der Vorteil, wenn man das erneut aufnimmt. Ja, aber soll nicht zum Regelfall werden. Ich werde da jetzt natürlich ein größeres Auge drauf haben. Und... jo. So, hier ging es nach rechts. Wir waren hier am Anfang. Ich weiß nicht, ob wir schon in diesem Haus waren. Aber weiter sind wir auch noch nicht gegangen. Vor langer Zeit, als ich und meine Frau noch jung und schlank und rank waren, hat unweit von hier ein gewisses Pokémon, Boreas und Voltolos, einen Lektion erteilt. 30 Jahre hatten wir danach Ruhe vor ihnen. Der Name des Pokémon, welcher jene beiden Streithähne wieder zur Riesung rief, Demeteros. Wenn mich nicht alles täuscht, soll es auf gute Furze einen Schrein zu seinen Ehren geben. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich lese sicherheitshalber vor. Holzplanken sind ja bekannt, das ist ganz einfach, oder? Hier in Heinahall gibt es ein Pokémon namens Voltolos, das Blitz und Donner bringt, und eins namens Boreas, das starke Regenfälle verursacht.
Ging durch die Region und lassen es überall stürmen und gewittern. Durch ruinieren sie mir meine Ernte. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Zwar war ihre Gestalt ganz anders, als man sich erzählt, aber es muss sich um Demeteros, Boreas und Voltolos gehandelt haben. Okay. So, und hier, dieser Bereich ist nicht erkundet. Da gibt es erstmal gleich einen Doppelkampf. Mit wem ziehen wir in den Kampf? Mit Nico auf jeden Fall und mit Luke. Sind beide noch auf Level 41. Wie gesagt, die Trainer haben wir hier nicht besiegt. Die sind auf einem relativ niedrigen Level, sind gut besiegbar. Aber trotzdem noch so hoch, dass man hier gute EP-Punkte kriegt. Erfahrungspunkte, um genau zu sein. Level 33, ja. Das ist nochmal ein bisschen Training hier vom Arena-Kampf, was wir dann gleich auch bestreiten werden. So, Psychokinese auf Ipetus ist sehr effektiv. Und fast Level 42 für Luke. Dengo, da muss man aufpassen. Der kann wirklich schön stark angreifen. So, wenn wir den jetzt hier kurz besiegen. Luke erreicht Level 42. Ich hoffe mal, Nico erreicht auch noch Level 42 vorm Arena-Kampf. Weil Nico werden wir da auch so ein bisschen gebrauchen, kann ich euch gleich sagen. Gut. Dann sind die beiden besiegt. Hier ist ein Clown, den wir noch besiegen müssen. Und dort rechts gibt es dann noch die TM. Kuhpanzer. Ich glaube vom Typ Psycho, oder? Ah, bei Pupanze bin ich mir nie sicher. Wir setzen einfach mal Finte ein, mal sehen, ob es sehr effektiv ist. So, und Nicht-Attacke wäre vielleicht auch noch nicht schlecht für Nico. Allerdings haben wir keine andere. Beziehungsweise auch keine TM oder so, glaube ich. Cool, ist nicht Gegenstoß auch noch? Und nicht? Und wir haben Gegenstoß als TM, glaube ich. Wir schauen gleich mal nach. Holzbalken hier ist eher schlecht, weil sonst fallen wir auch runter. Hier gut aufpassen. Auf jeden Fall gibt es hier die TM 81 Kreuzschere. Allerdings kann das kein Pokémon von uns erlernen. So, ich möchte mal kurz nochmal bei den TMs vorbeischauen. Obwohl, ich möchte mal kurz hier mal reingucken. Genau, keiner von uns. Weil, als ich da nachgeschaut habe, hatte ich immer noch den einen von uns Gaben dabei und ich wusste nicht, wen ich da jetzt abgelegt hatte dann. Ich hätte das noch jemand anlernen können. Leute. Ja. Gegenstoß. Stärke 50 ist das. Weiß nicht, welche Stärke Finte hat. Schauen wir mal kurz. 60. Na ja, gut, ist stärker. Ein Treffer ist gewiss, okay. Aber trotzdem ist Gegenstoß vielleicht besser, weil wenn der Anwender nach dem Gegner angreift, verdoppelt sich die Kraft der Stärke und ist so gesehen dann Stärke 100. Naja, ich erlerne das einfach mal. Schadet nicht. So. Item Water nochmal einsetzen, falls es hier irgendwelche Items gibt. Nein! Aber schnell hier hoch. Gut. Ja, hier links. Hier nehmen Stein drin. Ein Beleber. So, dann kann man hier oben noch einen Clown besiegen. Ja, komm, greifen wir ruhig mit Nico an. Und das sind halt auch nochmal ein paar so eine Gründe, warum wir auch so underleveled sind. Nicht so groß die Gründe. Ich glaube, der größte Grund, warum wir underleveled sind, ist immer noch das Training von Finn und Luke. Auch Michelle spielt da noch ein bisschen mit rein, dass wir generell unsere Teammitglieder am sehr niedrigen Level aus mit den Trainern gelevelt haben. So, Gegenstoß. Okay, wir greifen als erstes an, ist somit jetzt nicht so stark, aber ja gut, die 10 Stärke macht jetzt auch nichts aus. Und nochmal Gegenstoß. Ich muss sagen, in den Pots, die ich da aufgenommen habe, hatte ich Gegenstoß keinem erlernt.
Mir, das ist jetzt auch wirklich eine spontane Idee. Mir ist eben ein. So, hier könnt rüber. Hier rechts kann man runterspringen, was ich auch sehr interessant finde. Was ist denn hier hinten? Hier ist der Wendeberg. Allerdings kann man hier, glaube ich, noch nicht weiter. Genau. Ich bin Eugen, meines Zeichens einer der Top 4 der Pokémon-Liga. Du scheinst mir ein durchaus vielversprechender Trainer zu sein. Allerdings ist der Wendeberg im Moment nicht zugänglich. Das Innere ist nämlich eingestürzt und man kann es nicht durchqueren. Okay, das ist der Grund, warum man hier nicht weiterkommt. Ja, und sonst gibt es hier weiter nichts. So, dann muss ich noch mal kurz schauen. Ja, sonst weitere TMs können wir nicht holen. Bedeutet, wir wären jetzt Richtung Twin Drake City fliegen und da die Arena machen. Heilung brauchen wir jetzt nicht unbedingt, weil Nico ja auch keine KP verloren hat, nur ein paar weniger AP. Das heißt, wir werden direkt zur Arena gehen. Glaube hier oben, genau. Ey, stell dich nicht im Weg. So wie Autos, auf der Autobahn zum Beispiel, wenn man da so ein bisschen angefahren kommt und plötzlich fährt ein Auto auf die linke Fahrspur, will einen LKW überholen und man kommt da gerade noch mit einer höheren Geschwindigkeit halt an. Nicht, muss ja nicht unbedingt so hoch sein. Und man muss dann abbremsen. Hasse ich auch wie die Pest. Kann doch mal selber dann mal ein bisschen langsamer fahren, am LKW ranfahren so ein bisschen. Und dann abwarten, bis das Auto, was von links kommt, durchgefahren ist. Und wenn dann halt ein paar mehr Autos kommen, hat man ein Pech gehabt sozusagen. Aber ich hasse es, wenn man dann ausgebremst wird. So, wir greifen hier mit Finn an. Mit Nico. Allerdings will ich noch kurz Luke heilen. So. Es sind hier sehr, sehr harte Gegner. Wir hatten schon einen Trainer hier halt besiegt am Anfang. Und das war nicht gerade einfach. Und ja, hier kommen drei Pokémon zum Einsatz, glaube ich. Level 45. Zwei Pokémon, okay. Mal noch besser. So, wir setzen ruhig mal Psychokinese ein. Das ist Angeberei. Nein. An sich habe ich ja die Arena schon geschafft, aber es ist trotzdem für mich jetzt eine Herausforderung, weil das ist nicht einfach. Kann ich euch direkt sagen. Das ist jetzt so. Ah, das Schafax, das macht es richtig gut wegen der Verwirrung halt. Aber Nico ist nicht mehr verwirrt. Doppelhieb. Ui. Macht relativ viel Schaden. Aber wir dürfen endlich auch mal angreifen. Wir machen mehr als die Hälfte Schaden. Ritschild. Er zögert. Lässt nur heraus. Shit, das wird Nico killen. Mann! Doof. Ich probiere es mal mit Michelle. Michelle, da ist das Problem, warum ich eher weniger Michelle einwechseln möchte, dass meistens der Gegner schneller ist. Und dass die Gegner eigentlich nur sehr effektive Attacken haben. Wie zum Beispiel hier. Ja, hätte ich gar nicht machen brauchen. Dann müssen wir auf Alternativen zurückgreifen. Wir haben leider auch keine Eisattacke. So, hier, Luke. Das hin. Ich glaube an dich. Volltreffer natürlich. Soll ich da machen? Ich möchte natürlich auch nicht so viele Items verschwenden, aber wenn jetzt hier drei Pokémon wieder down sind, komm, Jonas, du gönnst dir die EP. Könnt ihr natürlich auch zu Finn wechseln. Finn ist auch hier durchsehen. Sehr, sehr gut drin. Und zwar, ich kann euch direkt verraten, ich versuche beim Arena-Leiter auf Jonas und auf Finn zu bauen. Bleiben wir mal bei Jonas. Weil mit den beiden habe ich den Arena-Leiter-Kampf gemacht. Und. Also vielleicht klappt es wieder.
Ja, schütze ich selbst. Kann ich jetzt hier nicht gebrauchen. Au. Beulenhelm hat er. Ach toll, scheiße. Auch Jonas hat hier ordentlich Probleme. Sein Energieball darf hier nicht speziell angreifen. Ja, die Gegner sind hart. Die Gegner sind sehr, sehr hart. Ja, komm, jetzt kommt Finn. Ich traue mich auch nicht so ein bisschen in die Nähe einzuwechseln. Nee, ist da halt auch anfällig. So, Spukball. Ah, ich hasse Schutzschild. Der will mich echt verarschen. Dabei greifen wir auch nicht viel sich an. Aber der macht's klug. Der verwirrt mich, macht dann noch Schutzschild. Bedeutet, ich schlag mich jetzt hier auch selber. Ja, sehr schön. Ich Feuer gebraucht. Spezialverteidigungsminderung. Uiuiui. Komm, Finn. Du greifst als erstes an. Du schaffst es. Ja, sehr schön. 3 KP, ey. Level 44 für Finn. Sehr, sehr hoch das Level. Aber gut, wir brauchen hohe Level. So, ja. Gibt dann noch einen Reihumkampf und einen Dreierkampf, wie man eben hier gelesen hat. Ist das jetzt hier auch kein Spoiler? Allerdings muss ich mal ganz kurz zum Pokécenter zurück. Die Pokémon heilen. Und ich finde diese Animation hier richtig geil. Ich muss das mal wirklich so betonen. Ich finde das richtig, richtig geil. Generell die Arena, die macht einen sehr guten Eindruck. Ist bockschwer. Und trotzdem auch so grafisch so geil. Ich habe lieber schwere Arenen als zu einfache. Wo man wirklich durchspaziert und dann am Ende denkt, das war jetzt eine Arena. Und hier denkt man sich so während des Kampfes, ja, das ist eine Arena. So nach dem Motto. So, wen habe ich denn eigentlich vorne? Nico immer noch, genau. Nico braucht mal ein Level up unbedingt. So, dann gehen wir hier nochmal zurück und besiegen den nächsten Trainerkampf. Ich weiß nicht, ob wir heute schon alle Kämpfe hier hinkriegen, aber ich denke so eher weniger. Wir haben nur noch 7 Minuten Zeit und da kriegen wir keinen Reihumkampf, keinen Doppelkampf, keinen Dreifachkampf und keinen Einzelkampf hin. Das bedeutet, wir werden jetzt hier noch 2 Kämpfe sehr wahrscheinlich machen und dann im nächsten Part dann im Part mit einem Dreierkampf oder einem Reihumkampf anfangen. Und dann den Arena-Leiter noch besiegen. Wäre natürlich geil, wenn wir jetzt doch noch die 3 Kämpfe schaffen. Aber da muss es jetzt sehr, sehr schnell gehen. Das glaube ehrlich gesagt nicht daran. So, ich setze Gegenstoß ein, weil er wird auf jeden Fall das ist angreifen, nicht? Oh. Bandtanz, okay. Psychokinese. Holzschere. Nein! Eine Kieferattacke. Kieferattacken sind sehr effektiv. Oh, die haben doch alles. Alle was. Gegen meine Pokémon. Komm, René, komm du mal jetzt rein. Kraftwelle. Vielleicht kommt eine Paralyse. Das wäre eigentlich schon sehr, sehr gut. Leider nein. Und macht trotzdem relativ guten Schaden. Und daher einfach mal weitermachen. Aber Angst vor einer Attacke von ihm, weil der Angriff immer erhöht wird. Die Initiative jetzt inzwischen auch. Das bedeutet, René greift nicht mal als erstes an. Aber René macht einen Volltreffer. Sehr schön. Der ist sehr, sehr wichtig. Jetzt kommt nochmal so ein Shadrago. Ich möchte mal Michelle heilen. Mit einem Beleber. Dass sie mal. Obwohl sie kriegt ja jetzt eh keine EP mehr. Shit.
Was? Michelle Nico meine ich natürlich. Sehr schön. Nochmal Kraftwelle. Boah, der kann Flammenwurf. Da ist René jetzt weg. Und nicht ganz, nicht ganz. Ich hoffe, dass immer noch die Paralyse zusteckt. Daher werde ich mit René gleich weiterkämpfen. Oh, okay. Juwel erhöht die... Ah, das sind die Juwelen. Okay. Interessant. War mir bisher nicht bewusst. Komm, Jonas, du bist dran. Du schaffst den Rest. Ich glaube an dich. Er hat zwar Flammenwurf, aber... Greif jetzt ruhig mal physisch an. Ich weiß, der hat Rauhaut. In der Hoffnung, dass er es aushält. Nicht aushält, aber er hat es ausgehalten. Aber die Paralyse hat zugeschlagen. Der ist besiegt. Sehr schön. Wisst ihr was? Ich denke, wir machen heute einen längeren Part. Dass wir im nächsten Part dann wirklich den Part mit einer Arena-Leiter anfangen können. Das heißt, ich werde jetzt schnell meine Pokémon heilen. Würde ich renne jetzt nicht zurück ins Pokécenter. So. Das passt. Dann schauen wir mal, mit wem wir angreifen. Mit Nico auf jeden Fall. Wir können ruhig mal René mit einwechseln und Jonas. Genau. Mit den dreien werden wir kämpfen. Jetzt ist die Frage, was machen wir zuerst? Na gut, weiß jetzt eh nicht, ob links Dreierkampf und rechts Dreierumkampf ist oder andersrum. Daher gehen wir jetzt erst nach links und dann nach rechts. Hallöchen. Das ist der Reihumkampf, okay. Reihumkampf, okay, okay, okay. Das kriegen wir hin. So. Zu wen wechseln? Bleiben wir erstmal bei ihm? Ja, wir bleiben erstmal bei Nico und setzen mal Psychokinese ein. Würde doch hoffentlich ordentlich Schaden machen, ja doch. Nachthieb, shit. Komm, komm, Nico, das überlebst du. Bitte. Sehr schön. Muss Nico aber auswechseln. Setze ich mal Laubklinge ein. Okay. Soll mir recht sein? Ist aber nicht sehr effektiv. Okay. Rückkehr mal versuchen. Ich versuche mal Rückkehr. Eine normale Attacke, aber vielleicht ist das normal effektiv. Weiß ich nicht. Ja, macht ordentlich schon mal Schaden, aber ist halt jetzt das Milzer. Mal was anderes. Komm, weiter mal, Rückkehr. Das heißt, das Milzer ist weg. Sehr schön. Nur noch zwei Pokémon. Chatrago. Muss ja nicht sein, dass das eingewechselt wird. Ich wechsle mal kurz zu René. Setz Kraftwelle ein. Scharfax, okay. Ist ja egal. Volltreffer, sehr schön, René. René greift auch als erstes an, weil der wird jetzt sowieso wechseln, daher. Achso, doch nicht, okay. Ich habe jetzt aus Versehen Finster auch eingesetzt, aber war ja auch nicht schlecht. Hat sehr besiegt. Nico, Level up. Ah. Nico. Kann ich mal weiterhin Finster auch machen? Ich setze erstmal einen Metallklau ein. Mal sehen, wie viel Schaden das macht. Rauhaut hat er, okay. Flammenklau. Oh, war so ein Volltreffer. Hat aber nicht ausgereicht. Es ist besiegt, ohne dass wir ein Pokémon verloren haben. Sehr schön. Letztendlich war es so noch ein Volltreffer. Das ist doch schmackhaft. Und Nico erreicht jetzt doch noch Level 42. Wunderbar. So, jetzt ist schnell noch den Dreierkampf dort rechts. Bedeutet natürlich, dass wir jetzt noch mal kurz unsere Pokémon heilen müssen.
Weil mit so angeschlagenen Pokémon gehe ich natürlich nicht in den Kampf. Denke ich mal, irgendwo verständlich. So, für Nico nehme ich noch einen normalen Trank. Noch einer, meinetwegen. So, jetzt bin ich gespannt auf den Dreierkampf. Das wird natürlich jetzt um einiges härter. Weil da können wir nicht einfach sagen, so Nico hat wenig KP. Wir wechseln jetzt mal kurz zu René, zum Beispiel. Ohne einen Zug halt zu verschwenden. So. Es werden bestimmt wieder die drei Pokémon sein, Milzer und die anderen beiden halt. Genau. So, das stärkste Pokémon in der Mitte natürlich. So, jetzt greifen wir an. Erstmal mit Psychokinese auf das Milzer und Kraftwelle auf das Milzer. Und Jonas macht Rückkehr. Oh ne, er setzt mal Einrollen ein. Auf sich selber natürlich. Erhöht, glaube ich, Spezialverteidigung oder Verteidigung oder beides, weiß ich jetzt nicht. Angriff und Verteidigung. Ah, okay. Und Genauigkeit. Sehr schön. Er setzt Dornentanz ein. So, ich hoffe mal, das Bild ist jetzt weg. Sehr schön. Nur noch zwei Gegner. Das war halt mein Ziel, warum ich erstmal nur auf Milzer gegangen bin. Nachthieb. Effektiv. Ich greife trotzdem weiterhin mit Nico an. Psychokinese auf der Shadrago. Und Kraftwelle auf der Shadrago. So, und Jonas setzt Rückkehr auch auf der Shadrago ein. Ah, ja, genau, ein. So, sehr schön. Setzt wieder Dornentanz ein. Komm, Nico, du kannst es besiegen. Sehr schön. Das nenne ich mal Teamarbeit. Ich weiß, dass ich in dem aufgenommenen Part da viel mehr Probleme hatte. Der halt verloren ist. So, ja gut. Gut, Trainer. Kraftwelle. Und Rückkehr. Ja gut, Trainer. Soll ja ruhig machen. Ich weiß nicht, was, wenn jetzt Nico angreift, ob wir es jetzt auch erfahren, weiß ich auch nicht. Wir werden es erfahren. Okay, ist fehlgeschlagen, okay. Ja, wieder so. Dann haben wir es doch noch relativ schnell geschafft. Das freut mich. Also, ich muss mal kurz schauen. Also, so dolle Überlänge hat der Part jetzt nicht. Das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich so gut funktioniert. Dann werde ich nämlich offscreen zum Pokécenter zurückrennen. Und die Pokémon heilen alle mal, dass auch AP aufgefüllt sind, KP aufgefüllt sind, wie auch immer. So dass wir frisch gestärkt im nächsten Part zum Pokémon Arena Kampf oder Pokémon, nee, Arenenleiterkampf gehen können. Gut, bis nächsten Part. Viel Spaß euch noch. Schalten wieder ein und bye bye.